natürlich Auswärtsfahrten mit 8000 Fans, Dortmund 4000 Fans, in der Woche in München, 6000 zum Schluss am vorletzten Spieltag auf Schalke, das war einfach genial. Die Fans sind nicht nur in den Heimspielen wie ein 12. Mann gewesen, auch in den Auswärtsspielen waren sie fast immer zahlreich da und wir haben das natürlich immer super wahrgenommen, dass wir so eine tolle Unterstützung auch in den Auswärtsspielen haben und ich hoffe, dass sich das jetzt auch in die zweite Liga mitträgt. Ja, natürlich machen sich die Fans viel, viel Gedanken und nehmen das auch mit. Also sie unterstützen die Mannschaft, egal ob erste, zweite, dritte Liga, die Fans stehen hinter der Mannschaft. Es ist natürlich vielleicht noch bedeutsamer, wenn man jetzt auch in der zweiten Liga in kleineren Stadien diese zahlreiche Unterstützung bekommt, weil davon profitieren wir alle und das motiviert uns zusätzlich. Also der Zusammenhalt war in der ersten Liga natürlich da und ist in der zweiten Liga natürlich auch immer noch da. Ich finde es einfach super, wie sie es entwickelt hat und ich glaube, wir haben sehr, sehr viel erreicht insgesamt als Verein mit den Fans zusammen im letzten Jahr und darum sollen wir auch in der neuen Saison weiter aufbauen.